Hallo und schön, dass du reinschaust zu einer weiteren Folge Paleo Pints. Ja, heute ist ein großartiger Tag, denn es ist Dienstag. Und nee, großartig ist er deshalb, weil Marlo wieder an seinem Stand sein müsste, weil der hatte gestern Knospentag, da hat er einen Tag frei gehabt und da konnte ich nichts kaufen und ich möchte ganz gern was kaufen. Ich möchte ein bisschen Deko betreiben. Etwas gießen müssen wir auch, sehe ich gerade, und ein bisschen Unkraut pflücken. Das müssen wir auch. Nehmen wir erstmal ganze Unkraut weg, hier auch. Damit das schön wachsen kann. Und dann möchte ich so langsam zaghaft andeuten, wie das dann später mal aussehen soll. Und dazu brauchen wir dann Zäune. Ich werde mir vielleicht eine Bank bestellen, ein, zwei Bänke bestellen. Oh, ich werde erstmal Häufchen wegmachen, sehe ich gerade. Und ich habe auch einen Kommentar. Warum nicht? Ah, mein Inventar ist voll. Habe auch einen Kommentar bekommen, wie sich das verhält mit dem Dünger. Also mit den Häufchen. Und zwar ist es wohl so, dass die Pflanzenfresser... Jetzt muss ich mal mich ein bisschen konzentrieren hier. Ja, das will ich ja alles verkaufen. Nehmen wir das mal raus. Und zwar die Pflanzenfresser machen wohl den weichen Dünger. Die Fleischfresser machen den festen Dünger. Heißt der fester Dünger? Ich glaube ja. Und die Fleisch- und Pflanzenfresser gibt es ja auch. Die machen halt den klebrigen. Na, das erklärt natürlich, warum ich am meisten weichen Dünger habe, weil ich habe ja auch sehr viele, Pflanzenfresser und eigentlich nur einen Fleischfresser und nur einen Omnivoren, also einen, den das total egal ist, was er frisst, der frisst alles. Ne, so wie wir Menschen, wir ballern uns auch alles rein. So, genau, und deswegen habe ich am meisten weichen Dünger, das heißt, wir brauchen viel mehr Fleischfresser, viel mehr Mischwesen, hätte ich bald gesagt. Meine Herren, was erzähle ich denn heute für ein Kram? Ne, ihr wisst schon, was ich meine halt, ne? So, erstmal die Häufchen wegnehmen, damit es denen hier alles tutti ist und so. Das ist ein kleines Häufchen. Ja, weich. Also, Pflanzenfresser. Sehr schön. Denn über das Unkraut, die Menge an Dünger zu produzieren, die ich brauche, das wird nicht funktionieren. Außer ich hätte natürlich abnormal viele Felder, dann hast du natürlich abnormal viel Unkraut. Und dann geht's vielleicht. Aber so extrem viel, also dass ich jetzt hier das ganze Feld voll machen will, so wird es wohl nicht kommen. Glaube ich nicht. Wir werden sehen, wir werden sehen. Jetzt brauche ich erstmal Schnuffel. Schnuffel brauche ich, da muss er mal gießen. Habe ich eigentlich, apropos gießen, habe ich noch einen Tropfen? Nee, meiner kann, habe ich keinen Tropfen mehr. Ja, ich hole mir kurz was. Weil ich diese olle Pflanze da hinten nochmal gießen muss, bis es fertig ist. So, das wird also jetzt wahrscheinlich auch eine Weile so sein. Ich werde jetzt, ich werde jetzt mal warten, bis das alles fertig ist hier. Und dann wird das alles neu angelegt, so wie es dann final auch bleiben kann. Und dann wird natürlich auch mal Sachen angebaut, die vielleicht nicht zur Jahreszeit passen. Beziehungsweise, es werden auch mal Sachen nicht gedüngt, weil einfach gar nicht so viel Dünger vorhanden ist. Dafür brauche ich erstmal viel mehr Dinos. Und dann wird das schon laufen mit der Düngerproduktion. Das ist ein ganz schön langer Weg zu euch. Ich hätte mir ein Dino mitnehmen sollen. So, mein lieber Schnuffel, wie sieht es denn bei euch aus? Hier ist alles in Ordnung, ne? Ich muss mal wegen Futter gucken. Da ist nämlich nicht mehr so viel drin, ne? Ja, bleib doch mal hier. Die brauchen Futter. Definitiv. So, dann mal hier hin. Machen wir voll das Schnäbelchen. Und dann geht's los. Dann müssen wir erstmal alles gießen und dann werden wir gleich auf den Markt. Dann nehme ich mal, ich muss mal gucken. Nehme ich schon ein paar Sachen mit. Ah, das ist ja... Also wirklich. Also Schnuffel, mal ganz ehrlich. Ich glaube, ich stand doch wirklich schlecht. Na ja, gut, müssen wir für die drei, vier Felder dann nochmal hin. Und das nochmal gießen. Jawohl. Sehr schön. Den Stuhl muss ich mal wegstellen. Der ist ja auch so ein bisschen fehl am Platze. Na gut. Ja, ich will mal schauen, dass ich ein paar Bänke bekomme. Wobei ich eigentlich gedacht hätte, ich hätte schon mal eine Bank gekauft. Aber dem ist wohl nicht so. Werde ich denn ja sehen. Ich glaube, das müsste von hier vorne gehen, ne? Ja, brauche ich gar nicht seitlich hingehen. Sehr schön. Was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass man die Bäume nicht entweder fällen kann oder umstellen kann. Also ich habe zumindest noch keinen Weg gefunden. Das wäre schon schön, ne? Weil man könnte dann schon ein bisschen... Weil es gibt so ein paar Bäume, die stehen mir jetzt so ein bisschen im Weg. Also ich will sie nicht alle wegmachen. Aber es gibt so ein paar Bäume, wo ich sage so, wäre schön, wenn die anders stehen würden. Aber gut, es ist, wie es ist. So,
Was haben wir denn dabei? Ich brauche eigentlich nur Holz, glaube ich. Ja. Und ich möchte ein bisschen was hiervon verkaufen. Es wird wahrscheinlich nicht viel werden. Hallo. Darauf, ja. Weil der gute Korlan, der hat meist nicht so viel Geld. Der hat 4800 Muscheln. Und gestern habe ich ihm ja Rüben verkauft. Ja. Da waren sie dann auch weg, seine ganzen Muscheln. Und die habe ich jetzt alle. Und so werde ich jetzt erstmal ein bisschen Geld machen, ne? Gemüse anbauen, verhökern. Dass wir auf jeden Fall immer ausreichend Geld haben. Und dann ist die Welt ja schon in Ordnung. So, der Marlo. Ja, der wollte irgendwas. Also irgendwas sollte ich ihm bringen, glaube ich. Ja, erstmal reden wir. Handeln wir, Entschuldigung. Kauf dir mal ein paar Kartoffeln, maximal 792. Was? So viel gibt es gar nicht für die Kartoffeln. Das ist ja ein Ding. Also Rüben waren da wirklich viel ertragreicher. Tomaten bestimmt auch. Ja. Also die Rüben haben richtig Kohle gebracht. Das war schon wirklich wow. So, das verkaufe ich dir mal. Den Rest behalte ich erstmal. Okay, also ich brauche was für die... Ach, kostet schon wieder ganz schön Geld, aber wir nehmen trotzdem alles mit. Und da brauche ich auch einmal maximal. Das ist natürlich ganz so teuer. Habe ich noch 3000 Münzen. Von dir brauche ich erstmal nichts. Ja, tschüss für heute, genau. So, mein lieber Marlo. Wie kannst du helfen? Ja, lass mal reden. Mein Notizbuch. Danke fürs Herbringen. Ich dachte schon, Avery hätte darauf vergessen. Uiuiui. Die müssen sich nochmal die Übersetzung angucken, glaube ich. Naja, gut. Handeln. Ich brauche auf jeden Fall erstmal Zaunelemente. Ja, ich weiß nicht, wie viele. Also es ist auch erstmal nur so, sagen wir mal 20. Ja, und dann würde ich gerne bei dir was bestellen. Nee, ich will nochmal handeln. Eine individuelle Bestellung, genau. Ich brauche so eine Bank. Gibt es noch andere Bänke? Ja, wahrscheinlich gibt es bei den anderen Händlern auch andere Bänke, die anders aussehen. Es gibt schon eine Menge schöne Deko, ne? Ey, das ist natürlich auch cool. Mit einer Lampe dran. Viridianische Laterne grün. Das ist schick. Holzstein. Ah, da brauchst du auch die Stadtlaterne. Und dann kannst du es umwandeln. Ja, das überlege ich mir mal. Aber erstmal möchte ich... So eine Bank wäre natürlich auch cool. Aber was brauchst du denn dafür? Rotes Färbemittel. Weißes Färbemittel. Wo kriege ich denn Färbemittel her? Viridianisches offenes Buch? Gottes Willen. Ist das das Viridian? Ja, das ist Viridian. Krass, du brauchst dann mehrere Deko-Sachen, um das zu bekommen. Das ist schon heftig. Ja, ansonsten kann ich so viel gar nicht holen. Das ist cool. Also das lädt ein zum Gestalten. Das sind Laternen, klar. Kisten habe ich. Ich würde jetzt mal... Wie viele Bänke kann ich denn bestellen? Was kosten die? Nimm mal 4 Bänke. Bestellung. Braucht 2 Tage. Okay, alles klar. War das ein anderer Zaun? Ein Holzzaun. Ich bin mit meinem erstmal ganz zufrieden. Was ist das denn? Ein Eichenzaun. Okay, sieht so komisch aus. Ja. Wie schön. Genau. So, dann machen wir mal los. Ach, guck mal. Die ist auch gerade da. Dann lass mal schauen. Ich habe den Namen schon vergessen. Urani, genau. Ich wechsle jetzt mal mit meinem Urani. Was hast denn du für schöne Klamotten gerade? Jo. Sie steht ja auf dem anderen Markt. Da wäre wirklich mal interessant, ob sie noch andere Sachen hat. Eine Schlachhose. Ah, die Zeit ist vorbei. Ich bin eigentlich schon ganz gut gekleidet. Und ich habe doch... Warte mal, habe ich nicht Klamotten bekommen das letzte Mal? Ja, stimmt. Und ich soll auch... Na, ich soll ja was kaufen. Warte mal, wir gucken nochmal kurz nach. Ich soll ja was kaufen. Für irgendeine Quest war das. Ich soll mir irgendwas kaufen. Dann machen wir eine individuelle Bestellung. Hier, bestellen wir so ein Blumending. Das machen wir. Bestätigen. Sehr schön. Ein Tag braucht das. Fasern habe ich ja genug dabei. Schön. Okay. Dann wollen wir wieder nach Hause. Wollen wir nach Hause? Ja, wir wollen nach Hause. Okay, ich habe gerade überlegt, ob ich Saaten kaufe, aber noch nicht. Das machen wir alles später. Das kommt alles später. Ey, die Rüben, ne? Die haben ja richtig reingeballert. Ich darf auch nicht vergessen, ich muss die andere Mühle noch in der Wüste auch reparieren. Was braucht denn man nochmal? Holz? Steine? Waren das Fasern? Ich glaube, das war echt wenig, was man da brauchte.
So, es wird ein bisschen dekoriert. Dann schauen wir auch nach dem T-Rex. Na, vielleicht ist ja heute ein Seltener dabei. Ah, da liegen Steine im Weg. Ich brauche mal Urani. So, lass mal hier gucken mit dem Futter. Wie sieht es da aus? Siehst du, da kann man ein bisschen auffüllen. Herrlich. Urani, komm mal her. Zack. Und los geht's. Und ich müsste eigentlich, ich habe doch hier noch eine große Kiste, genau. Die nehmen wir gleich mal mit. Die bringen gleich mal zu den Fleischfressern. Haben die nämlich auch eine. Und dann haben wir da viel länger Ruhe. Achtung! Um Gottes Willen. So. Dann nehmen wir mal alles raus. Dann sind die erstmal kurz unzufrieden. Ja, ich weiß. Nein, das ist es nicht. Ja, das ist es, genau. Abfangen wir sie hier hin. So, schnell auffüllen. So. Großer Haufen Fleischbrocken. Da sind die beiden wieder glücklich. Schnuffel und... Habe ich da gerade Kacke gesehen? Ne, das waren Schmetterlinge. Okay, was wollte ich mit dir machen? Ah ja, die Steine da weg, genau. Die sind im Weg, die müssen weg. So, herrlich. Jetzt haben wir Platz. Na, wo wir schon dabei sind, nehmen wir das auch mal mit. Fein. So, dann wollen wir hier mal runter. Und dann soll das nämlich so werden. Also hier sind diese Laternen. Die brauchen ja im Endeffekt immer einen Platz. Und, nein. Ich will den Zaun haben. Ja. Das heißt, hier würden die Bänke stehen. Da könnte ein Zaun hin. Ja. Wobei, Moment, da muss ich dann ein Element wegnehmen, weil das soll hier ja auch so sein. Genau, das heißt, der Zaun kann nur hier rumlaufen. So, und deswegen muss ich später mal umdekorieren, weil das ist jetzt im Weg. Das muss alles hier hinter den Zaun. Und dann könnten hier vorne noch Bänke stehen oder welche Blumentöpfe oder sonst irgendwas. Das ist irgendwie ein Deko-Shishi, den wir da hinbauen könnten. Die Laternen sind alle noch nicht fix. Also das wird sich noch ändern. So, dann. Guck mal, das passt sogar, glaube ich, genau mit dem Dings da überein. Würde ich jetzt erstmal so ein paar Dinger freilassen. 1, 2, 3. So. Und dann wieder erst weitermachen. Ach, da komme ich nicht weiter. Guck mal, das ist richtig gut, weil das passt total mit dem überein. Das finde ich, das ist Zufall, aber es passt wirklich sehr schön. Prima, so hier bleibt das offen und hier wird das nachher auch so gemacht. Da geht das dann hier runter, dann wird da auch nochmal so ein offener Bereich sein, also dass man da reinkommt von zwei Seiten. Genau, und hier drin werden nachher die Felder angeordnet sein. Ja, und wahrscheinlich in der Größe 25, also diese Felder 5x5. Wobei, das ist ja 4x5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind nur 20 Felder. Achso, wir hatten aber da hinten bei dem Testfeld festgestellt, dass es mittlerweile weg ist. Das waren 25 Felder. Also man könnte 5x5 machen. Ist aber schon ziemlich groß, ne? Ist schon ziemlich groß, aber na gut. So, den Stuhl nehmen wir mal weg. Der soll da nämlich gar nicht sein. Oh, mein Inventar ist voll, so wie es aussieht. Oh. Okay, dann packen wir mal so ein paar Sachen rüber. Das kann rüber, das kann rüber, das kann rüber. Das Holz auch erstmal. Unkraut könnte ich gleich mal zu Dünger machen. Und dann haben wir ja die Möglichkeit, an zwei Orten zu gucken, wegen dem T-Rex. Und das werden wir auch machen. Also zumindest, wenn es Not tut. Ich hoffe, dass der T-Rex das hier frisst. Faser nicht. Warte mal, dann nehmen wir doch gleich mal das mit und ich glaube, es war normales Holz. Ich hoffe ja. Und schon habe ich eine Quest aktualisiert. Zwei Quests sogar. Gottes Willen. Der Dünger kann rüber. Was ist das denn jetzt? Ich wollte das nicht haben. So. Gut, ich nehme noch irgendwas. Das ist jetzt was Aromatisches, ne? Aromatisch. Weil das ein aromatischer Pop bin. Ich gehe davon aus, dass er aromatisch mag. Der müsste die Tama-Blumen hier eigentlich mögen. Okay, sind wir gespannt. Aber ich glaube, das wird ganz nett hier, ne? Das kann ganz nett werden. Hier weiß ich noch nicht. Hier wird wahrscheinlich nichts eingezäunt. Vielleicht mache ich hier irgendwie... Mache ich es mir irgendwie hübsch. Mal sehen. So, da müsste auch Dünger drin sein, ne? Ja, genau, einsammeln. Naja, acht. Ist halt, wie gesagt, mit Unkraut. Klar, hast du nachher mehr Felder. Hast du auch mehr Unkraut. Ja, hast du mehr Unkraut, hast du mehr Dünger. Aber für 25er Felder... So viel Unkraut kannst du gar nicht haben. Okay. Das weg. So, dann müssten wir alles haben. Dann würde ich sagen, wen nehme ich noch heute mal mit? Ich nehme Schnuffel mit. Nee, Schnuffel nicht, gar nicht wahr.
Oder nehme ich dich mit Urani? Du wirst irgendwann nicht mehr sprinten können. Ich muss einfach mal mehr Dinos hinten ranhängen, aber ich mache das immer nie, weil ich will immer nicht so viel mit mir rumschleppen. Nehmen wir erstmal Lucky mit. So. Der kann am längsten sprinten. 800 Energie. Mit dem kannst du den ganzen Tag rumflitzen eigentlich. So. Ab geht's. Und morgen können wir dir die Bank aufstellen. Mhm. Das wird schick. Ja, und so nach und nach wird das dann immer schicker. Immer einmal mehr schick wird das dann. Genau. Gut. Also ab in die Wüste. Ja, genau. Dann schauen wir uns zuerst den T-Rex da an. Schauen, wo die Mühle ist. Hoffe ich, dass ich alles dabei habe. Da bin ich mir gespannt, was ich da herstellen kann. So, der T-Rex, der war, ich glaube, hier rum. Ah, ist wieder die Standardfarbe. Ach Mensch, ja, da schüttelst du den Kopf. Ich auch. Da muss ich auch echt den Kopf schütteln. Immer dieselbe Farbe, so. Wo ist denn die Mühle? Gute Frage. Ist das die hier oben? Die war irgendwo beim Dorf, ja. Dann einmal zum Dorf. So langsam kenne ich mich ja aus. Würde ich behaupten. So, dann müsste das... Hoffentlich kommen wir hier komplett rum. Ich glaube hier hoch. Ja, da ist sie. Sehr gut. Okay. Naja, wir brauchen Steine. Wir brauchen Holz, genau. Und wir brauchen Fasern, habe ich. Ja, mal, das war ich. Wiederherstellen. Kaputte Wildmühle wiederhergestellt. Da bin ich mal gespannt, was wir da jetzt herstellen können. Ja, mach da mal schön fertig. Jawohl, der Wind weht. Repariere alle Windmühlen. Okay. Hurra! Auf jeden Fall. Muss ich das noch irgendwie... Ja, das schreiben wir auch auf. Okay. Habe ich das bei den anderen eigentlich gemacht? Das weiß ich gar nicht. Hä? Was ist denn hier los? Ah, Färbemittel. Hier färbst du. Hier machen wir die Farben. Gelbes Färbemittel. Jetzt weiß ich endlich, wo ich Färbemittel herkriege. Weißes Färbemittel. Okay, da brauchst du Rüben. Was braucht man denn da? Halt. Nee, Mann. Löwenzahn. Okay, da hätte ich zumindest. Was haben wir hier für eine Farbe? Heidelbeeren. Ja, habe ich nicht so viele eingesammelt. Ich habe das immer verkauft teilweise. Achso, Löwenzahn, das hatte ich schon. Und Brombeeren. Ja, ist Brombeeren, schwarze Farbe. Und hier ist auch noch was. Meine Herren. Tomaten. Oh, krass. Also da müsste ich mal das Zeug ansammeln, dann mal ordentlich Färbemittel herstellen. Okay, sehr gut. Gut zu wissen. Dann wollen wir erstmal wieder zurück und besuchen jetzt mal den zweiten T-Rex. Ah, ich will unbedingt einen T-Rex. Ich weiß auch nicht, warum ich mich darauf so versteife, auf einen T-Rex. Aber ich will halt einen T-Rex, so ganz einfach. Warte mal, lass mal hier, ist der Deko-Eumel da? Ach, hier kommt er nicht mehr drüber, ne? Wer ist denn hier der Deko-Eumel? Bist du der Deko-Eumel? Nein. Wer bist du denn? Nalrock. Was hältst du davon, der Nachbarschaft etwas zurückzugeben? Ich habe vor ein paar Jahren einige Menge Festgutscheine gewonnen und seitdem versuche ich damit Gutes zu tun. Deshalb kaufe ich den meisten Leuten die meisten ihrer Sachen ab, um sie dann als an Bedürftige weitergehen zu können. Ich heiße übrigens Nalrock und bin Philanthropie. Und bin Philanthrop heißt das dann, oder? Naja. Und Philanthropie ist mein zweiter Vorname. Ah, dann ist das so. Kein Witz. Meine Väter haben ganz schön weit vorgedacht. Solltest du also mal ein wenig Platz in deinen Taschen schaffen und gleichzeitig etwas Gutes tun wollen, schau bei mir vorbei. Ich bin an allem interessiert, was du hast. Okay. Wie viel Geld hat der? Der hat, was? Ja, aber was kriege ich jetzt von dem? Krieg ich Geld. Ah, und 9000 kostet dann so ein... Alles klar. Eins von denen kostet 9000. Okay, hier kann man sich halt eben noch Festgutscheine holen, wenn man sie braucht, ne? Ja. Machen wir später. Wenn ich wirklich mal ganz viel Kohle habe
und es mir tat egal ist. Was wolltest du eigentlich nochmal? Hey! Reden? Ich hab dich doch noch gar nicht gefragt, Captain Casual. Aber warum bist du eigentlich nach Paleopines gekommen? Ich bin wegen der Steine gekommen. In Aria Cotta kann man wunderbar Steine abbauen. Ich suche Luckys Familie, genau. Du glaubst also, es gibt hier noch mehr? Und die verstecken sich irgendwo? Wie willst du die denn aufspüren? Das weiß ich noch nicht. Ich fürchte, du musst dir schon selbst was einfallen lassen. Aber ich hoffe, Lucky und du findet eines Tages, was sie sucht. Das hoffe ich auch. Aber das ist immer noch eine Quest, oder? Nee, hast du nicht. Aber du bist ja die Dekotante hier. Individuelle Bestellung. Ui, da gibt's auch... Das ist schick. Da habe ich schon fast alles. Ich brauche nur noch Sandstein. Und den habe ich natürlich rausgepackt. Das hier schick. Wobei, ich würde vielleicht so dekorieren, dass es thematisch irgendwie passt, ne? Also vielleicht den vorderen Bereich, den ich jetzt habe, mit Standardsachen dekorieren. Und dann, ja, ist halt die Frage, macht man rechts dann Wald und links dann vielleicht Wüste? Ah, ich weiß noch nicht. Es gibt so viele schöne Sachen hier. Es kommt alles noch, es kommt alles noch. Ja, bis zum nächsten Mal, genau. Ja. Gut, haben wir das auch mal gesehen. Aber ich wollte eigentlich noch zum T-Rex. Hoffentlich ist das heute mal eine andere Farbe, ey. Sonst werde ich irgendwann anfangen, irgendwelche Dinosaurier zu zähmen. Auf jeden Fall Fleischfresser. Am besten bräuchte ich Fleischfresser, die entweder in der Gruppe oder Herde wohnen wollen. Am besten eine Herde, weil da könnte ich mir sehr viele holen. Und dann habe ich auch viel festen Dünger. Da muss ich aber auch viel füttern. Das wird viel teuer. Da muss ich viel anbauen. Alles viel. So, aber jetzt wollen wir erstmal zum T-Rex. Ist schon Wahnsinn, wie lange du mit dem sprinten kannst, ne? Es wäre so schön, wenn er das aufheben könnte. Mann, ja. Dann brauche ich doch nicht mehr extra absteigen. Schnuffel. Schnuffel sei schon. Lucky. Du bist mir eine. Ich muss mir angewöhnen, immer sie zu sagen, weil Lucky ist ein Mädchen. Ich sag immer, weil irgendwie bei Lucky denke ich immer an Junge. Ich weiß auch nicht warum. Ist halt so. Dum, 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 dum. So, hier einmal rum. Oh, das ist aber auch eine hübsche Farbe. Aber euch habe ich ja schon. Also ein von euch. Halt. Also ein von jeder Art wäre schon schön, ja. Pilz. Sehr gut. Er ist halt für die Farben muss ich jetzt wirklich eigentlich alles aufheben, ne? So vor allen Dingen diese ganzen Brombeeren, hast du nicht gesehen. Wobei das ja natürlich auch alles denn jetzt wahrscheinlich gar keine Saison hat. Ich weiß gar nicht, was jetzt gerade für Früchte hier rumliegen. Ach, Captain, so kommst du nicht voran. Und so wird das nichts. Alles aufhebst hier. Ach komm, ich teste dir mal das Köpfchen. Ja, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ne, muss auch mal sein. So. Reiten wir mal schnell durch. Gucken gar nicht, was links und rechts liegt. Sonst kommen wir ja gar nicht voran. Wie schön ich über die Wege laufe, ne? Mann. Ich halte mich richtig. Richtig an die Wege hier. So, und einmal U-Turn. Dahin. Und hier verfranze ich mich immer. Hierhin. Ah, und dann wieder dahin, genau. Und. Ach nee. Och Mann, das ist so. Oh, enttäuschend. Mann, Mann, Mann. Jetzt weiß ich auch, was ihr meint, was ich für ein Glück hatte mit meinen seltenen Dinos, die ich habe. Ich dachte, ja, die sind wahrscheinlich jeden zweiten, dritten Tag da. Aber ist anscheinend nicht so. Ah. Gut. Wir werden das jetzt so machen, weißt du was. Ja, wobei, naja gut, nee, komm, ich gehe mal rüber in die Wüste. Und vielleicht finden wir auch irgendwie Fleischfresser. Ich brauche jetzt irgendeinen Fleischfresser. Ich will einen Fleischfresser haben. Am besten einen, der nicht alleine sein will. Ich brauche mehr festen Dünger. Schauen wir mal, was wir da für tolle neue Dinos entdecken. Ich muss ja erstmal denen ihre Melodie spielen. Wobei, einen habe ich ja schon entdeckt, da weiß ich aber nicht, was es ist. Laufe ich hier eigentlich gerade richtig? Ja, jetzt. Jetzt laufe ich richtig, okay.
Gut, gehen wir mal rüber und schauen mal, ob wir irgendwelche Fleischfresser finden. Am besten welche in Gruppe. Also Gruppe oder Herde wäre natürlich richtig gut. Eine große Herde. Fleischfresser. Damit wir ganz, ganz viel festen Dünger kriegen. Und dann ist ja auch nur noch diese Woche Kretumnus und dann kommt der erste, naja, Winter, wenn es ein Winter wird, das weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall kommt dann eine neue Jahreszeit, ne? Und wir haben schon Dienstag. Bin ich mal gespannt. Okay, wir schauen uns jetzt einfach mal um, was wir hier so finden. An Dinos. Na, das Lied von euch muss ich lernen, aber... Ihr seid bestimmt keine Fleischfresser. Oh, warte mal, das kann ich gleich mal mitnehmen hier. Nein, nein. Jo. Großer Traumstein. Okay. Ach, jetzt, warte mal. Jetzt ist er bereit. Ja, warte. Vielleicht, weil Lucky jetzt zu dich dran steht. Ja, juhu. Wahrscheinlich weiß das Spiel gerade nicht, wen ich meine. Der will ja wenig. Warum nicht? Ja, jetzt wäre es gegangen. Ah, so, der Freundesruf. Jetzt sind wir mal gespannt. Ob ich das wohl hinkriege. So. Das war relativ einfach, aber ich glaube, es war jede Farbe einmal, ne? Das war leicht. Geräusche, ey. Die sind so, ich werde den erstmal komplett beruhigen, damit ihr überhaupt weiß, was ist das für einer? Und, ja, was kann der? Was will er? Guck mal hier. Ja. Dimetrodon, okay. Ist gelangweilt. Ein Dimetrodon. Dann wollen wir doch mal gucken, was du für einer bist. Da ist er. Dimetrodon ist ein Fleischfresser. Ein Einzelgänger. Das ist natürlich nicht so gut. Da müsstest du für den extra ein Gehege machen. Okay, was ist mit dem anderen eigentlich? Das wird garantiert ein Pflanzenfresser sein. Einen hatte ich ja schon entdeckt. Nein, das sind Pflanzen. Da ist er. Ja, klar, ein Pflanzenfresser. Und der natürlich gerne in der Gruppe. Na gut, okay. Ja, wir schauen mal weiter. Es wäre gelacht, wenn wir jetzt nicht einen Fleischfresser... Da hinten. Aber ich glaube, das sind... Aber euch kenne ich schon, oder? Du hast eine krasse Farbe, mein Freund. Kann das sein? Hab doch mal hier, Jung. Ja, den kennen wir schon, okay. Aber die Farbe finde ich cool. So, warte mal. Ja, ich weiß ja schon, wer du bist. Warte mal. Aber warte mal, vielleicht muss ich den hier auch noch entdecken. Obwohl eigentlich nicht, ne? Beruhigen? Er hat eine krasse Farbe, ne? Na, das wird zu viel sein, ja. Jetzt füttere ich dir. Ich hoffe mal, dass du auch aromatisch magst. Dass alle Fleischfresser vielleicht aromatisch mögen? Ah, das ist. Ja, Tamablume ist gut. Ich gebe dir mal den aromatischen Poppen. Es ist knapp an der Grenze, ne? Na, und? Oh, er mag den Leckerli nicht. Ah, der mag da nicht aromatisch. Das, weil ich habe ihm ja das hier gegeben. Und das ist ein Misch. Der will hier saftig haben. Gehe ich mal stark von aus, dass er saftig haben will. Ich hole einen saftigen Poppen. Pass auf. Das machen wir eben. Komm, los. Hol einen saftigen Poppen. Ich kann mir vorstellen, dass das eine seltene Farbe ist. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Ich weiß auch gerade gar nicht, was ist denn das für ein Dino eigentlich? Den müsste ich dann ja... Boah, wie sah denn der aus? War das der hier, ne? Postosuchus. Saftig. Lieblingsleckerli saftig, genau.
Genau, das war das Saftige nämlich. Einzelgänger. Das ist ein Einzelgänger. Mindestfläche wissen wir nicht. Ich glaube, bei Fleischfressern wird das total schwierig. Der Herde, okay, klar. Ja komm, den holen wir. Ich glaube, das ist eine seltene Farbe. Ich hoffe ja. Müsste ich das nicht sehen können, wenn ich mit dem Buch dahin gehe? Ich hole jetzt erstmal den Poppin und dann... Dann holen wir uns den. Ja. Die Farbe müsste ich ja sehen. Ich glaube, wenn ich ihn jetzt einschläfe, hätte ich bald gesagt. Wenn ich ihn zum Schlafen bringe und dann rangehe mit dem Buch, müsste er mir ja zeigen, ob die Farbe selten ist, ne? Das machen wir vorher mal. Bevor ich da irgendwas zähme und dann habe ich da so ein Standardding. Und dann als Einzeltier auch noch, hätte ich bald gesagt. Als Einzelgänger. Weil da musst du schon ein Gehege nur für den speziell machen. So. Ja, ich möchte gerne einen Poppin. Und zwar möchte ich gerne einen saftigen. Dann nehmen wir gleich mal 5 mit. Ja, das reicht erstmal. Halt. Genau. So, los geht's. Also ich könnte jetzt auf der Wiki gucken, aber das will ich jetzt gar nicht. Ich mache das hier live im Spiel. Na, ob das jetzt ein seltenes ist oder nicht. Aber das hätte ich auch gleich gucken können, bevor ich hier zurücklaufe. Na gut, die Poppins brauche ich eh. Wahrscheinlich habe ich sie auch noch. Aber so habe ich genug Poppins bei. Ich glaube, ich sollte immer, wenn wir genug Poppins bei mir haben, genug Essen von verschiedenen... Und da müsste ich halt... Das war jetzt mein Fehler. Ich habe jetzt ein Essen gehabt, das 2 Eigenschaften hatte. Aromatisch und saftig. Und somit wusste ich ja gar nicht, welches der beiden Sachen gefällt ihm. Ich sollte dann wirklich Sachen, die nur saftig sind, nur aromatisch sind, nur was weiß ich sind, dass du weißt, okay, wenn er das mag, dann mag er auch dementsprechend den Poppin. Wo sind wir eigentlich lang? Hier lang, ne? Aber jetzt weiß ich, es muss saftig sein. Hallo? So, da ist er. Dann schläfere ich den erstmal ein. Oder sehe ich das so? Nee, kann ich so nicht sehen. Bleib hier. Ah. Das ist schwierig mit euch. So, jetzt aber. Okay, war wohl nicht richtig. So, jetzt haben wir's. Weißt du was, ich riskiere das einfach, dass die Farbe selten ist. Okay, erstmal beruhigen. Also muss ich ihn gleich wieder alles machen. Füttern, okay, dann kriegst du die Tama-Blume. Ja, die snack mal weg. Die magst du, das weiß ich. Lecker. Tama-Blume. Oh nee, das ist... Obwohl, anfreunden ist ja... Das müsste eigentlich gehen, oder? Ich hoffe ja. So, hier, saftig Poppin. Wie sieht's aus? Lecker. Saftiger Poppin. Ja. Ja, und? Ah, das war, glaube ich, nicht richtig, ne? Weil... Wenn ich dich jetzt beruhige, wird es, glaube ich... Füttern? Ich komme schwer über den Bereich rüber. Also, oder schwer in den Bereich rein. Njam, 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 njam. Oh, jetzt bist du perfekt. So, jetzt hier. Jetzt muss es laufen. Also besser geht nicht. Er vertraut mir sehr. Postosuchus. Jawohl, los, den sehen wir jetzt. Ja, du bist ein Feiner. Das ist Posti. ich bin gerade sehr kreativ mit meinem Namen. Das ist der Posti. Ja, fein bist du. Freunde dich mit 10 Dinos an. Habe ich gerade den Erfolg bekommen und... glücklicher Freund. Posti braucht eine Koppel, das weiß ich. Aber da steht gar nicht zur Farbe. Nahrung, Leckerlis. Okay, du kommst jetzt erstmal mit. Wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Ist auch die Frage, der wird garantiert ein Wüstenbiom haben wollen. Gehe ich mal stark von...
Oh, du bist aber verdammt schnell. Gehe ich jetzt erstmal ganz stark von aus. So, den bringen wir erstmal nach Hause. Und dann braucht er gut den Gehege. Ja, kriege ich erstmal Standard-Stuff. Obwohl, ich habe einen großen Traumstein. Braucht der... Das ist ja die Frage. Braucht der einen... Woher weiß ich eigentlich, was für ein Traumstein... Wie hast du das gemacht? Du warst eben hinter mir. Okay. Naja, tut sich schwer dran zu bleiben. Okay. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Prosti. Gar nicht schlimm. So, einmal schön übers Feld trampeln hier. Ist er da? Jawohl. So, hier wird er sein Gehege bekommen. Der Weg wird hier lang gehen. Und dann werde ich ihm hier ein Gehege hinbauen. Welche Größe brauchst denn du eigentlich? Posti. Posti braucht eine Koppel, ich weiß. Glücklicher Freund. Kann man die Farbe... Naja, das kannst du nicht sehen, ne? Aber ich müsste es doch eigentlich in meinem Journal sehen können, oder? Wo sind meine Dinos? Da. Und dann ist einer keine Koppel, genau. Warte mal, wieso sehe ich das nicht? Koppel von Pixie, Koppel von Flash, von Mini. Ja. Und ohne? Posti. Ungewöhnliche Farbe. Was ist denn... Was ist denn Flash? Äußerst selten. Okay. Es gibt noch eine Steigerung. Äußerst selten. Aber schon ungewöhnliche Farbe. Immerhin. Ja, hat keine Koppel. Braucht großen Traumstein. Okay. Da sehe ich das. Okay, saubere Koppel. Ja, das machen wir alles. Hat Futter. Nee, auch noch nicht. Hat quasi gar nichts. Kann ich sehen, was für eine Koppel du haben willst? Hat Koppel. Sand, Ausdauererfahrung, Lieblings. Glücklicher Freund. Nee, kann ich hier leider nicht sehen. Ist ein bisschen schade, das kriegen wir aber hin. Nächste Folge bauen wir dann das Gehege. Solange muss Posti noch warten. Solange müsst ihr noch warten. Und ich hoffe, ihr schaut nächste Folge wieder rein. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich verbleibe mit einem Ciao, ciao. So, erstmal Köpfchen streicheln.